will noch ein paar Worte reden vom Menschengeist, der die Brücke schlagen soll zum Wesenhaften. Wie soll er das anstellen? Es gibt viele, die Wesenhaftes sehen schon, und es gibt solche, die auch ein starkes Ahnen haben, wo Wesenhaftes verborgen ist in den feinsten Waldlichtungen drin. Da hinten, wo das Grün ist, da ist schon der Bärlauch. Das sind Bärlauchwesenhafte, die das hüten und pflegen und dann erstarken lassen und später zur Blüte bringen sollen. Wesenhaftes, wie könnt ihr erahnen, auf dem Weg gehen, aus dem Geiste heraus zum Wesenhaften? Ich will euch eine Brücke schlagen, und zwar genauso wie dieser Baum hier. Wie dieser Baum hier angestrahlt wird von der Sonne, gibt es nachher auf dem Weg einen Schatten. Es ist eine so ein Auslöser von etwas Materiellem und etwas feinem Lichten. Genauso ist Wesenhaftes. Wenn ihr einen Auslöser habt, die in die Tat gehen wollt, also tatsächlich Wesenhaftes sehen möchtet, dann müsst ihr in die Tat gehen, so dass ihr auch darin eine Aufgabe seht für die Menschheit, nicht für die Wesenhaften. Die brauchen von den Menschen nichts. Die sind in ihrer Ausführung höher stehend als der Mensch, denn sie tun nur den Gottes Willen. Also schlagt die Brücke so, dass ihr empfindet, wie dieser Schatten hier. Er ist einfach da, aber ohne das Licht, ohne die Beeinflussung des Baumes, der Schatten gibt, welchen ihr machen müsst, wenn ihr Wesenhaftem begegnet. Wenn ihr einen Ahnen habt, wo Wesenhaftes sich aufhält, geht in die Forderung in euch, dass ihr, wenn ihr die Brücken schlagen wollt, eine Aufgabe habt für sie. Oder ein Ahnen habt in euch, wie die Aufgabe dieses Wesenhaften sein kann. Ja, dann wird sich euch ein Schatten zeigen. Das ist das, was aus dem Licht als Schatten dann wiedergibt vom Baum und genauso im Menschen, der also dieses Feine, diese Ausläufer, wo er nun richtig empfunden hat. Dieses feine Gefühl von, dieses Empfinden von, ich habe nun etwas bekommen, er hat mit mir geredet, sie reden mit uns, die Wesenhaften, sie geben uns Farbe, Töne, Düfte. Genauso ist es mit diesem Schatten vom Baum. Es ist nur durch das Licht hervorgerufene Zeugung einer Folge von, eine Folgeleistung von Licht. Und genauso ist es mit dem Wesenhaften. Denn wir müssen ja zum Wesenhaften genauso lichtstrahlend gegenübertreten. Wenn wir dann im Schatten stehen, des Wesenhaften, dann können wir aufnehmen. Wenn wir aber an der Sonne stehen, vom Wesenhaften, dann können wir nicht lernen. Denn dann wollen wir immer noch uns selbst bringen, uns selbst zeigen. Der Mensch kann sich nicht mehr selbst zeigen, denn er hat zu viel falsch gemacht. Das Wesenhafte, die Zwerge, die Gnomen, die Nixen, die Riesen, sie hören nicht mehr auf die Menschen. Ihr müsst sie nun gewinnen. Ihr müsst das Vertrauen in sie gewinnen. Das könnt ihr nur, indem ihr ihnen richtig begegnet, wie zu einem Erwachsenen. Die Wesenhaften geben euch
geben euch sofort etwas. Und dieses Gebilde, dieser Schatten, ist so etwas. Sie geben euch, ähnlich wie diesem Schatten, ein großes Ahnen ihrer Tätigkeiten. Man kann davon lesen in vielen Büchern. Aber wichtig ist, dass nun der Mensch selbst hingeht und diese Brücken schlägt. Wenn ihr hinausgeht und Bärlauch isst, dann verbindet euch mit dem Geschmack, mit der Freude, dass hier wesenhafte Diener des Bärlauch, ja, der Bärlauch wesenhafte selbst am Werk ist und das alles hütet und beschützt. Er tut es einfach. Er verbindet den Wald jetzt mit dem Bärlauch im Frühling. Ich danke dem Wesenhaften vom Bärlauch. Vielen Dank, du großartiger Wesenhafter. Die Menschen sollen davon zehren, essen, auch roh. Es tut gut und es gibt reinigende Säfte im Körper. Es legt reinigende Säfte frei. Das ist der Bärlauch. Ihr müsst also die Brücke zum Wesenhaften schlagen. Ich habe jetzt nun versucht, das mitzuteilen. Es geht aber über Ahnen und Empfinden. Dann seid ihr auf dem rechten Weg. Die Wesenhaften, sie sind bereit, den vielen Menschen, die kommen dann, ihnen zu helfen, wenn Umwälzungen, Katastrophen beginnen. Sie sind da und helfen. Genauso die lichten Wesenheiten, die von den Himmeln sind da und helfen euch. Sie helfen heraus aus aller Not. So viel noch als Intermezzo vom Wesenhaften. Menschengeister, schlagt die Brücken zum Wesenhaften. Strengt euch an. Es geht nur über die Empfindung und das Ahnen von der Größe jedes kleinsten Wesenhaften. Damit ist Liebe und Frohsinn. Damit aber ist auch Weisheit und Wahrheit eingepackt. Und der Mensch steht nicht alleine. Er ist immerhin mit dem Wesenhaften verbunden. Wunderbar. Er ist nicht alleine. Dann gesellen sich zu ihm auch die hellen, lichten Wesenheiten von den Himmeln. Sie kommen und helfen uns in der Stunde der Not. Seid wachsam. Es beginnt. Ihr Immanuel Markus.